Italian prosecutor offered a... Ach, Fernsehen und ein Bier. Für das Ladies Home Journal schrieb er, jeder könnte reich sein. Und schilderte dann, wie es geht. Ja, wie das mit einem Blumenstrauß? Blumen? Nein. Wenn du noch genug Zeit hast, falsche Entscheidung zu treffen, muss ich dich von der Umsetzung dieser hier kurz abhalten. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Das schaue ich jetzt mal bei Facebook nach. Ach Mist, keine Online. Ah, alle da. Siedler. Ja, spielt eh keiner mehr. Ja, und jetzt? Fernsehen? Besetzt. Jetzt noch mit dem Springer den Läufer schlagen. Ich habe so gut wie gewonnen. So. Ja, so war das. Ah, wieder eine Freundschaftseinladung. Jetzt habe ich 310 Freunde bei Facebook. Geräuschlos betrat er den Raum und schlich sie von hinten an. Er packte sie und griff nach dem Messer. Hey Leute, habt ihr Lust heute Abend zum Billard spielen? Oh. Oh, sieht sie nicht, dass ich lese? Ich will heute Abend chatten. Du kannst mir noch eine SMS schreiben oder so. Ach nö. Ich will jetzt endlich gegen diesen blöden Computer gewinnen. Boah, scheiße. Wegen da habe ich es verloren. Was will denn die? Nee, danke. Nee, langweilig ist, kannst du ja mit Fan gucken. Ich will aber nie mit euch Fan gucken. Ich will mit euch... Ach, vergesst. Draußen läuft das Leben, bei uns nur der Fernseher. Ein Knopfdruck entfernt uns alle voneinander. Ich vermisse die Zeit, wo wir gemeinsam um die Häuser gezogen sind. Die Skaterbahn ist lang nicht besucht worden, weil Skaten am Computer viel einfacher ist. Gras auf dem Platz kann ungestört wachsen. Keine Füße zertreten es mehr. Auch die Kinder haben sich das Gut von den Großen abgeguckt. Selbst Spielplätze sind leer. Einzig der Wind schubst die Schaukel an. Kein Mensch lässt sich mehr im Schwimmbad blicken. Ist Facebook unser neuer Treffpunkt? Erfahren wir nur noch übers Posten, wie es unseren Freunden geht? Haben wir verlernt, miteinander zu reden und zu leben? Beherrschen Medien unsere Welt? Komm, ich hab Lust zum Billard spielen. Wir überreden die anderen auch noch. Thank you.
Susi, mach mal hier aus! Ja, ich komme!